Wer die Frage, ob er Pizza mag, mit weiß nicht beantwortet, Mädchen eklig findet, wem Grau zu schrill ist und für wen Papst Benedikt die mit Abstand coolste Sau der nördlichen Hemisphäre ist, für den könnte der Paladin genau die richtige Klasse sein. Der Paladin ist im Prinzip die Einzelkind von reichen Elternversion des Priesters. Der Typ, den Mama und Papa selbst mit Integralhelm und Rückenprotektor nicht im Garten Dreirad fahren lassen, weil das noch viel zu gefährlich ist. Der Versuch, einen Paladin zu töten, ist dementsprechend etwa so unterhaltsam und kurzweilig wie das Vorhaben der eigenen Mutter, mittels einer aus dem Japanischen übers Aramäische ins Deutsche übersetzten Bedienungsanleitung die Funktionsweise eines Kernspintomographen per Charade beizubringen. Oder um es anders zu sagen, Paladine vergessen einfach unglaublich oft zu sterben. Das ändert allerdings nichts daran, dass Paladine ungefähr so schreckhaft sind wie paranoide Schildkröten mit posttraumatischer Belastungsstörung. Wenn sie durch irgendetwas erschreckt werden, werfen sie ihre Bubble an und verharren dort entweder apathisch oder versuchen den Hearthstone zu benutzen. Es ist aus diesem Grunde von extremer Wichtigkeit, hektische Bewegungen sowie lautes Sprechen zu vermeiden, wenn man einen Paladin in der Gruppe hat. Dafür hat der Paladin allerdings auch eine Kehrseite. Er macht keinen Schaden, nicht mal so ein bisschen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Paladine für gewöhnlich mittwochs mit ihren Killquests anfangen. Sonst bekommen sie nämlich die Mobs bis zum nächsten Serverdown nicht tot. Auf der anderen Seite kann man den Schadensoutput eines Paladins leicht verdreifachen, indem man ihn mit Dawn bufft. Wenn Paladine also über Burst Damage reden, bedeutet das, dass sie Eichhörnchen two-hitten. Einen mit Hirn geskillten Paladin in der Gruppe zu haben, macht das Leben unglaublich einfach. Und da das viel zu schön wäre, um wahr zu sein, hat Blizzard sich entschlossen, dem Paladin zwei Skilltrees zu verpassen, die sich zum Adjektiv nützlich in etwa so verhalten wie Prostata-Vorsorgeuntersuchung zu angenehm. Variante 1, der Protection Parler aka Loladin. Der Protection Parler hält sich für einen Tank, und zwar in etwa so, wie verhaltensauffällige Personen sich wahlweise für einen Huhn, einen Schwingschleifer, Jesus oder eine Kombination von den dreien halten. Die einzig effektive Funktion, die der Protection Parler ausfüllt, ist die Raid-Bremse. Look at me, I'm the mighty Protection Paladin, I'm gonna roll on every tank item, tada! Im PvP gilt für ihn dasselbe wie für Yorkshire Terrier mit Maulkorb. Einfach ignorieren. Er will nur spielen und würde selbst da nichts tun, wenn er könnte. Variante 2, der Retribution Parler aka Olololadin. Der Retribution Parler ist ein Damage Dealer, zumindest in seiner kleinen eigenen Welt, wo er mit Wachsmalstiften an den Zehen seine dreistelligen Crit-Rekorde an gepolsterte Wände schmieren kann. Im PvE hat er zumindest dann Unterhaltungswert, wenn er mit Huntern zusammen um Ashkandi würfelt, während der einzige Off-Krieger im Raid, der seit 21 Runs darauf wartet, völlig aufgelöst ins Mikro winselt, weil er weniger DKP hat. Im PvP ist es mit dem Olololadin ein bisschen wie wenn man sich mit dem dreijährigen Sohn der neuen Flamme rauft. Am Anfang ist es noch irgendwie lustig, aber irgendwann tut man dann einfach so, als hätte einem der Kinnhaken voll wehgetan, damit er einen endlich in Ruhe lässt. Einer der größten Nachteile der meisten Paladin-Spieler ist die durchs Klassendesign verstärkte Verkümmerung der Reaktionszeit. Der gemeine Paladin hält Kontinentaldrift für krass schnelle Scheiße. Und Gerüchten zufolge sind die 15-Minuten-Segen nur deshalb in WoW implementiert worden, weil Paladine sich beschwert haben, dass die 5-Minuten-Blessings so schnell weg sind, dass man beim ganzen Buffen gar nicht mehr zum Heilen kommt. Und wenn ihr euch fragen solltet, wie ihr euren Parler in einer bestimmten Situation spielen solltet, dann fragt euch einfach, was würden Siegfried und Roy jetzt tun? Möge euch das ewige Licht leuchten. Euer Barlow.